Kirby, nach 7, 12.6. Male, nach 2, 20.4. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein Video der etwas anderen Art, denn der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ich hatte ja eine Umfrage gestartet, ob der ein oder andere FPV-Flieger vielleicht unter euch ist, denn wie viele von euch wahrscheinlich wissen, beschäftige ich mich in meiner Freizeit immer mal ganz gerne mit diesen Racecoptern, FPV-Drohnen, wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt, auf jeden Fall mit solchen Quadrocoptern. Mal mit den kleineren, mal mit den größeren. Natürlich fliegt man da auch gerne mal in einer Gruppe und wie das dann so in einer Gruppe ist, da entsteht schnell ein gewisser Wettbewerb, man möchte sich messen und genau darum soll es heute gehen, nämlich Rundenzeiten von diesen Drohnen messen und zwar mit Hilfe von einem Raspberry Pi, einem oder mehreren Arduino Nanos und diversen anderen Kleinteilen, da kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Direkt vorab, ich werde in diesem Video nicht bis ins letzte Detail gehen, also es nicht ganz so ausführlich machen, wie ich das sonst schon mal bei meinen Tutorials mache, aber trotzdem werde ich natürlich versuchen, euch einen so tiefen Einblick in das ganze Projekt zu geben, dass ihr danach in der Lage seid, das Ganze selbstständig nachzubauen. Wie immer natürlich, sollten irgendwelche Fragen offen bleiben, haut sie mir jederzeit gerne unten in die Kommentare. Ja, also worum es geht, wisst ihr jetzt. Wir möchten Rundenzeiten von unseren Drohnen messen. Da habe ich mal ein bisschen designt und zwar eine Platine. Und wie sollte es anders sein? Die Platine kommt natürlich wieder von PCBWay. Vielen Dank an der Stelle dafür. Schauen wir direkt mal kurz rein. Da haben wir zuerst einmal ein paar Sticker. Dann hier noch einen Kugelschreiber. Und was uns natürlich am meisten interessiert, die Platine. Die packe ich direkt mal eben aus. Ja, wenn ihr also mal für euer eigenes Projekt eine Platine braucht, schaut auf jeden Fall bei PCBWay vorbei. Den Bestellprozess und was ihr sonst noch alles auf der Homepage von denen findet, habe ich euch hier oben mal in einem Video zusammengefasst. Link dazu also in der Infobox. Solltet ihr noch nicht wissen, wie man eine Platine selber herstellt, wie man die designt, können wir euch auch dabei helfen. Denn Jürgen hat uns letztes Jahr ja ein KiCad-Tutorial erstellt. Auch das verlinke ich oben in der Infobox. Darin erklärt er wirklich absolut anfängerfreundlich von Beginn an mit der Installation von KiCad bis zur Bestellung der fertigen Platine alles Schritt für Schritt, so dass es wirklich jeder verstehen und nachvollziehen kann, wie ihr zu eurer eigenen fertigen Platine kommt. Schaut einfach mal rein, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und wie gesagt, wenn ihr eine Platine bestellen wollt, schaut bei PCBWay vorbei. $5 für bis zu 10 Platinen gehen als Prototyp durch, kann man absolut nicht meckern. Alle weiteren Informationen, wie gesagt, oben in der Infobox und wir machen jetzt weiter mit dem Video. Ja, das ist die Platine, die ich entworfen habe und die PCBWay mir gefertigt und zugesendet hat. Vielen Dank an der Stelle nochmal dafür. Aber was haben wir denn hier genau? Wir haben hier, wie ihr seht, 3 Steckplätze für einen Arduino Nano. Somit sind wir nachher in der Lage, mit dieser Platine 3 Racecopter gleichzeitig in der Luft zu tracken. Heißt, 3 Leute können gegeneinander antreten und unabhängig ihre Rundenzeiten mit diesem Gerät aufzeichnen. Ansonsten fällt auch schon direkt auf, viel mehr ist hier eigentlich gar nicht drauf. Ich glaube, pro Arduino müssen wir 4 Widerstände noch platzieren. Und dann kommt hier oben noch ein 5,8 GHz Empfänger dran. Denn was alle diese Copter gemeinsam haben, wenn sie denn für FPV ausgelegt sind, ansonsten macht das System aber eh keinen Sinn, sie haben einen Videosender on board und ich wollte eben keine zusätzliche Hardware mehr auf den Copter packen. Es gibt das Ganze auch noch mit Bluetooth oder ähnlichem, aber damit man eben das bestehende Setup einfach so verwenden kann und wenn mal irgendwer spontan mit dazukommt, den möchte ich natürlich auch über dieses System tracken können, wenn er gerade Bock drauf hat. Deshalb habe ich mich für die 5,8 GHz Variante entschieden, weil die eben eigentlich eh jeder on board hat. Egal ob analog oder digital im Übrigen. Heißt, mehr brauchen wir wirklich nicht als den Arduino, 4 Widerstände, den 5,8 GHz Empfänger. Und hier unten haben wir noch ein paar Jumper, die kann man aber auch weglassen, die sind optional. Das Ganze kann man auch softwareseitig machen. Ich fand es nur ganz schön, wenn man die I2C-Adressierung auch hardwareseitig vornehmen kann. Da kommen wir aber nachher auch nochmal zu. Was brauchen wir denn noch? Wie schon gesagt,
Der Raspberry Pi spielt auch eine große Rolle, denn dieser übernimmt nachher das Webinterface. Das heißt, der ist diesmal eigentlich das Herzstück des ganzen Projekts. Hier läuft so gut wie die ganze Software drauf. Und die Arduino Nanos übernehmen nur noch das Tracking des 5,8 GHz Signals. Die liefern ihre Sensorwerte dann über die I2C-Schnittstelle an den Raspberry Pi, der diese auswertet, der diese aufbereitet und dann über eine Webseite die Daten bereitstellt. Zeige ich euch nachher auch nochmal alles im Detail. Ich habe mir dann hier noch zwei Lüfter besorgt, um die ganze Einheit etwas runterzukühlen. Denn diese 5,8 GHz Empfänger, die werden gut warm. Und damit uns das ganze System nachher nicht überhitzt, habe ich mir eben die Lüfter besorgt, um die warme Luft abzutransportieren. Und zusätzlich habe ich hier noch solche Kupferkühlkörper und diese werde ich hier auf den Empfänger einfach auch nochmal montieren, um eben die ganze überschüssige Hitze abzuführen. Dann brauchen wir noch diverse Kabel, wie zum Beispiel so eine USB-Buchse für im Gehäuse, denn das System muss ja irgendwie mit Strom versorgt werden. Auf dem Feld haben wir in der Regel keine Steckdose parat, also muss das Ganze über eine Powerbank oder zum Beispiel über Lipo-Akkus betrieben werden. Ich habe mich jetzt für eine Powerbank entschieden, also möchte ich außen am Gerät natürlich auch eine USB-Buchse haben, um das Ganze möglichst bequem nutzen zu können. Hier der USB-Stecker kommt also in den PI, der PI versorgt dann die Nanos wiederum mit Strom und dann sollte eigentlich alles laufen. Dann habe ich mir hier so ein 3D-gedrucktes Gehäuse entworfen. Hier seht ihr schon die Lüftungsschlitze, auf der anderen Seite die Positionen für die beiden Lüfter. Die können wir nachher einfach hier von oben reinschieben. Unten auf dem Boden wird der PI montiert und hier auf den höher liegenden Schraubsockeln, da kommt dann nachher die Platine drauf. Wenn die Platine drauf sitzt, ist der obere Lüfter genau so positioniert, dass er gerade über die 5,8 GHz Empfänger die Luft drüber pustet. Und ich hoffe mal, dass das Ganze dann auch so funktioniert. Vor allem langfristig. Das schauen wir uns alles nachher noch an. Ich würde sagen, wir legen mal los mit dem Zusammenbau. So, die Platine ist fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe schon mal die drei Arduino Nanos draufgepackt. Was jetzt noch fehlt, sind hier oben die drei 5,8 GHz Empfangsmodule. Eins davon liegt schon hier und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber hier an der Oberseite sind auf jeden Fall nur so halbe Lötaugen. Und damit wir dieses Modul jetzt hier auf die Platine stecken können, müssen wir jetzt noch solche Header-Pins hier vorne einmal dran löten. Dafür setze ich jetzt hier überall mal ein bisschen Lötzinn drauf, dann lässt sich diese Header-Pin-Leiste einfacher an das ganze Modul anlöten. Dann können wir die drei Module, wenn diese verlötet sind, auch noch eben hier aufstecken und sind eigentlich schon startklar. So, die Empfangsmodule sind drauf, packen wir direkt noch die Kühlkörper auf die Empfänger. Dafür biege ich jetzt zuerst mal hier die Kühlrippen ein bisschen auseinander, dass wir das Ganze aufgefächert haben. So in etwa. So, dann nehmen wir jetzt hier diesen Thermalkleber, packen jetzt hier ein klein bisschen unter den Kühlkörper und dann kleben wir den einfach schon mal auf den ersten Empfänger. Das gleiche machen wir jetzt mit den anderen beiden auch noch. So, und so sieht die Platine jetzt erst einmal aus und ich würde sagen, die lassen wir jetzt so erstmal trocknen, bis die Kühlkörper auch wirklich fest sind. Kümmern wir uns in der Zeit schon mal um unseren Raspberry Pi. Dazu wechseln wir runter ins Büro. Schauen wir uns dazu erstmal das GitHub-Repository von Rotor Hazard an
Und zwar ist das nämlich das System, welches wir auf unseren Arduinos bzw. dem Raspberry Pi gleich installieren möchten. Wie eben schon erwähnt, werde ich in diesem Tutorial aber nicht mehr jeden einzelnen Schritt zeigen, da die Anleitung wirklich so gut dokumentiert, was zu tun ist. Insofern zeige ich euch nur noch kurz, wo ihr die benötigten Informationen findet. Sagt zu dem einen oder anderen Punkt noch, was zu beachten ist. Aber ansonsten denke ich, sollte da jeder mit zurechtkommen. Wenn ihr allerdings doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir natürlich gerne in den Kommentaren. Hier seht ihr also jetzt das Repository vom Road to Hazard Projekt. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und hier drunter seht ihr auch schon, das Ganze ist wirklich top dokumentiert. Hier finden wir auch noch einen Link zur Dokumentation, passend zum neuesten Release. Die Dokumentation ist auch sauber aufgeteilt, einmal in den User Guide, also das, was wir an Dokumentation benötigen, wenn das System läuft, um das Ganze zu benutzen. Es gibt einen eigenen Bereich zur Kalibrierung, dann nochmal einen Bereich mit Hinweisen, wie das Ganze abzuschirmen ist und wie es auf dem Kurs zu positionieren ist und wie man letzten Endes sein eigenes Rennen konfiguriert. Uns interessieren jetzt erstmal die Systemreferenzen, und zwar Hardware-Setup und Software-Setup. Fangen wir also mal mit dem Hardware-Setup an. Der Bereich Hardware-Setup-Instructions ist ziemlich übersichtlich. Hier sehen wir jetzt erstmal nur die Raspberry Pi Pins, welche wir verwenden müssen. Und zwar an diese beiden Pins hier werden unsere Arduino Nanos über die I2C-Schnittstelle verbunden. Und hier auf der rechten Seite bekommen die Arduinos dann über 5 Volt und Ground ihren Strom. Und für alle, die LEDs nutzen möchten, ist hier unten noch der GPIO 10 und Ground markiert. Diese beiden werden also an die LED-Stripe angeschlossen. Achtung, die LEDs bitte nicht über diese 5 Volt von den GPIO-Pins versorgen, denn diese haben nur 7 bis 800 mA, die sie zur Verfügung stellen. Die 7 bis 800 mA, die teilen sie sich auch noch mit den USB-Anschlüssen, und wenn ihr die überschreitet, dann fliegt euch ganz schnell die Sicherung durch. Also LEDs auf jeden Fall extern versorgen. Nicht über die GPIO-Pins und dann dabei darauf achten, dass die Grounds vom Raspberry Pi und von den LEDs miteinander verbunden sind. Ansonsten ist hier in dem Bereich nicht viel, was uns interessiert, sondern wir benötigen eigentlich hier den Link, und zwar Build with Arduinos, und hier ist jetzt ausführlich erklärt, wie der ganze Aufbau auszusehen hat und welche Teile wir benötigen. Einmal hier oben die Übersicht der Bauteile. Und dann wird hier unten auch Schritt für Schritt das Hardware-Setup nochmal erklärt. Hier seht ihr jetzt mal eine Nahaufnahme von dem 5,8 GHz Empfänger. Und diesen Widerstand, wenn er denn bei euch vorhanden ist, den müssen wir auslöten. Also ihr seht, hier ist diese Metallkappe, die oben drüber sitzt, ist schon abgelötet worden. Und dieser Widerstand, der darf nicht vorhanden sein. Den müsst ihr also auslöten, wenn er vorhanden ist. Bei mir war er zum Beispiel schon nicht mehr auf dem Board, als ich sie gekauft habe. Also ich könnte mir vorstellen, dass die neueren Boards, wenn ihr sie jetzt bestellt, diesen schon nicht mehr drauf haben. Ansonsten müsst ihr ihn eben kurz auslöten. Wenn wir dann weiter runtergehen, seht ihr hier auch direkt den Schaltplan, wie der Empfänger mit dem Arduino Nano zu verbinden ist. Das Ganze übernimmt bei mir auch schon die Platine. Das heißt, wenn man meine Platine verwendet, muss man sich da sowieso schon keinen Kopf mehr drum machen, sondern die Bauteile nur noch auf der Platine richtig platzieren. Hier seht ihr dann, wie die Arduinos mit dem Raspberry Pi zu verbinden sind. Und das war es eigentlich auch schon. Viel mehr muss man über die Hardware eigentlich gar nicht wissen, beziehungsweise viel mehr gibt es bei der Hardware auch gar nicht zu tun. Kommen wir also direkt zum Softwarebereich. Und beim Softwarebereich geht es jetzt erstmal damit los, dass wir unseren Raspberry Pi mit einem Betriebssystem versorgen müssen. Dafür wird hier das Raspberry Pi OS installiert. Desktop, grafische Oberfläche brauchen wir hier alles nicht. Uns reicht ein Headless-System. Wir brauchen nur die Konsole, um ein paar Befehle auszuführen. Alles andere an Konfiguration passiert hinterher sowieso rein über den Browser. Wenn ihr dann das Betriebssystem auf die SD-Karte des PIs geflasht habt, könnt ihr wie gewohnt per SSH mit PuTTY oder ähnlichem auf die Konsole verbinden, und dann geht ihr hier einfach der Reihe nach die Befehle durch, die hier stehen, beziehungsweise müsst ihr die ein oder andere Datei auf der Konsole ein bisschen bearbeiten. Ist hier aber wirklich alles Schritt für Schritt erklärt und super dokumentiert. Es sind auch gar nicht viele Schritte, dann einmal neu starten und das System ist eigentlich schon einsatzbereit. Den Punkt kommen wir jetzt gleich zu, das sind die Arduinos.
Hier haben wir noch die optionalen Komponenten für den Raspberry Pi. Alle, die wie ich auch LEDs nutzen möchten, die müssen nämlich noch hier dieses Kommando sudo pip install requirements text einmal ausführen, damit die notwendigen Libraries auch installiert werden. Und dann könnt ihr in eurem Rotor Hazard Verzeichnis, in dem Unterverzeichnis source server config dist, die Parameter für eure LEDs konfigurieren. Das Einzige, was ihr wirklich angeben müsst, ist einmal die Anzahl der LEDs eurer Stripe und in wie viele Zeilen sich das Ganze aufteilt. In der Regel habt ihr hier sicherlich nur eine Stripe, also auch eine Row. Wenn ihr sie aber mehrzeilig anordnen möchtet, dann habt ihr hier auch die Möglichkeit, das Ganze in Zeilen zu unterteilen. Wenn ihr euch an die Grafik von gerade eben haltet mit den Pin-Anschlüssen an den GPIOs eures Raspberry, dann ist der LED-Pin der GPIO 10, ist hier auch als Default angegeben. Ja, und der ganze Rest sollte in der Regel passen, muss gegebenenfalls aber dann hier an eure LED-Stripe angepasst werden. Da ich einen PI 3 für das Projekt einsetze, habe ich hier noch das Default JDK mit sudo apt-install Default JDK Headless installiert, um den vollen Funktionsumfang zur Verfügung zu haben. Und dann ist noch interessant hier Start on Boot. Da wird das Ganze als Dienst eingerichtet, einfach dafür, dass wenn der PI gestartet wird, das ganze System auch direkt mitgestartet wird. Dazu wird hier auch nur mit einem Befehl eine Datei erzeugt, hier der Inhalt reinkopiert, die Rechte gesetzt, der Dienst einmal entsprechend gestartet und das System neu gestartet. Und das war's eigentlich auch schon, damit seid ihr auch schon mit der Installation eures PIs fertig. Jetzt geht's nur noch darum, dass die Arduinos der Reihe nach auch eingerichtet werden. Das Ganze ist hier in diesem Punkt einmal erklärt. Natürlich braucht ihr dafür die Arduino IDE oder auch Visual Studio Code oder was auch immer ihr für Arduino-Flächen benutzt. Hier gibt es eigentlich nur eine Sache zu beachten, und zwar die Node Number in der Konfiguration des Arduino Sketches. Auf dem I2C-Bus müssen alle Geräte ja eine eindeutige ID haben, und hier haben wir eben die Möglichkeit, von 1 bis 8 unsere Geräte durchzunummerieren, oder wir setzen die Node Number auf 0, das heißt automatische Erkennung. Dann müssen wir die Adresse hardware-seitig konfigurieren, und zwar dadurch, dass entsprechende Pins auf Ground gesetzt werden. Auf der Platine habe ich dafür Jumper vorgesehen, das heißt, ihr habt die Möglichkeit, an der Platine per Jumper die Adressierung eurer Nodes vorzunehmen, wenn ihr im Sketch einfach die Mode Number für alle Arduinos auf 0 setzt. Alternativ flasht ihr einfach jeden Arduino einzeln und setzt jeweils hier die Node Number um einen rauf. Also der erste Arduino kriegt dann Node Number 1, der zweite Node Number 2, der dritte Node Number 3 und so weiter. Dann müsst ihr euch auch um die hardware-seitige Konfiguration da nicht mehr kümmern. Da müsst ihr auch keine Jumper setzen. Wenn das in der Software fest verdrahtet ist, haben die Geräte ihre eindeutige Nummer. Dann darf diese Nummer aber auch am I2C nicht doppelt vorkommen. Das Arduino-Sketch findet ihr in dem heruntergeladenen Projekt unter Source Node. Also, wenn ihr euch hier das ganze Projekt runterladet, dann gibt es hier den Ordner Source, darin den Ordner Node und dann haben wir hier unten die Datei node.ino, die öffnet ihr einfach, passt in der config.h hier eure Node Number an und könnt das Ganze dann direkt flashen. Ja, und das war's eigentlich auch schon mit der Softwareinstallation. Mehr müssen wir hier gar nicht tun. Insofern schauen wir doch mal, ob der Kleber der Kühlkörper inzwischen getrocknet ist. So, die Kühlkörper sind inzwischen auch fest, hier alles getrocknet, das hält jetzt wunderbar. Insofern können wir jetzt anfangen, alle Teile mal zusammenzubauen und hier in unser gedrucktes Case zu montieren. Und danach können wir uns eigentlich auch schon an den ersten Testlauf geben. Also, ich würde sagen, ich baue das Ganze jetzt hier mal zusammen, an das ein oder andere Kabel muss noch ein Stecker dran. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. So sieht das Ganze jetzt verbunden aus, also rein in die Kiste. So, wir haben jetzt eigentlich soweit schon alles in der Kiste fertig montiert und sind eigentlich soweit startklar. Lüfter laufen, Raspberry hat Strom,
Die Nanos sind mit I2C an dem Raspberry Pi angeschlossen, kriegen auch schon Strom über die 5-Volt-Schnittstelle der GPIO-Pins am Raspberry. Insofern, eigentlich sind wir startklar. Ich möchte aber gerne noch WS2812B an diesem Ding betreiben können. Dafür habe ich hier im Deckel dieses kleine Loch gelassen. Da passt nämlich hier diese Buchse rein. Die kommt jetzt gleich hier noch rein. Und ich löte mir noch eben hier den Stecker zusammen. Und da kommen dann die LED-Stripes dran, dass ich, wenn ich die LEDs dann wirklich nutzen möchte, sie nur eben hier oben in den Deckel anschließen muss. Wenn nicht, lasse ich sie einfach weg. Ich hab's geschafft, die Box ist fertig, die LED-Stripe ist fertig, inklusive zugehörigem Kabel. Den Stecker hier kann ich also jetzt einfach hier oben in den Deckel stecken und somit sind die LEDs am System verfügbar. Damit die LEDs jetzt aber funktionieren, brauchen wir noch eine zusätzliche 5-Volt-Quelle hier für die Box. Dafür habe ich mir hier so einen Adapter besorgt, da kann ich hier oben einfach meine LiPos anschließen, mit denen ich auch die Quadrocopter betreibe. Und das liefert mir dann eine konstante 5-Volt-Stromquelle für die LEDs. Ich habe hier jetzt einfach noch so ein Kabel angelötet, hier am USB-Anschluss an den 5-Volt-Klemmen. Das kann ich jetzt also einfach hier unten in die Box anschließen, hier meinen Akku dran und die LEDs sind ebenfalls startklar. USB-Anschluss habt ihr hier schon gesehen für den PI und die Arduinos. Ja, und insofern würde ich sagen, ich rufe jetzt mal einen Kollegen an, mach schnellstmöglichen Termin klar für den ersten Testlauf und dann sehen wir uns gleich am Spot wieder. Ja, hier sind wir jetzt am Spot angekommen. Ich würde sagen, ich mach mal eben kurz den Copter und die ganze Elektrik startklar und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Equipment ist soweit vorbereitet, das kleine Tor ist fertig, die Fahnen und der Startplatz sind auch vorbereitet. Einzig, das große Tor liegt jetzt noch hinter mir im Kofferraum. Da warte ich jetzt noch auf einen Kollegen, der jetzt gleich mitkommt, um das System hier zu testen, denn alleine Rennen fliegen ist irgendwie doof. Und wir wollen ja auch testen, dass das Ganze mit mehreren Frequenzen funktioniert. Das Schöne daran ist, ich fliege zurzeit analog, wenn auch mit der digitalen Brille. Mein Kollege fliegt komplett mit dem DJI-System, insofern voll digital, also haben wir auch direkt den Test, dass das Ganze sowohl mit dem digitalen DJI-System als auch mit dem normalen Analog-System funktioniert. Ich würde sagen, in der Zeit richten wir doch einfach schon mal unser erstes Rennen ein. Ja, hier seht ihr jetzt die Box. Wie ihr wisst, hier drin sind die drei Empfänger, die Lüfter etc. Kennt ihr alles jetzt inzwischen. So, und das Erste, was wir jetzt tun müssen, wir müssen diese Box hier mit Strom versorgen. Also hängen wir doch hier mal das Akku-Pack dran. So. Und mehr müssen wir eigentlich erstmal gar nicht machen. Das System fährt jetzt schon hoch. Hier seht ihr noch einen zweiten Akkuanschluss, und zwar für einen LiPo-Akku. Und den habe ich extra noch vorgesehen, um die LEDs mit Strom zu versorgen. Einfach aus dem Grund, wenn die LEDs mal nicht mehr klappen, kann ich mit leben, aber das System sollte trotzdem weiterlaufen. Heißt, im Umkehrschluss, die LEDs sollen mir diesen Akku nicht leer ziehen. Also, hier kommt einfach ein LiPo dran. Wenn der leer ist, gehen halt die LEDs nicht mehr. Den schließen wir jetzt ja auch mal an. Ihr seht, 16,8 Volt, da kommen wir mit zurecht. So, was wir jetzt machen müssen ist, wir müssen unser Rennen konfigurieren. Und das können wir ganz einfach mit unserem Smartphone erledigen, denn dieser Apparat stellt uns eine Webseite bereit, und zwar über einen Access Point, der von unserem Raspberry Pi bereitgestellt wird. Was wir dafür machen müssen ist, wir brauchen unser Smartphone, verbinden dann mit dem Smartphone auf das WLAN, was hier vom Raspberry Pi bereitgestellt wird. Und hier seht ihr jetzt die Oberfläche von dieser Box. Erreichbar ist das ganze System über 192.168.4.1 und hier seht ihr jetzt erst einmal das Startmenü. Wir haben jetzt hier über Event Heats und Classes die Möglichkeit, uns die aktuelle Konfiguration anzuzeigen. Ihr seht, hier sind drei Piloten drin, hier sind drei Frequenzen für die einzelnen Empfänger hinterlegt, aber alles noch nicht zugeordnet, es ist noch kein Rennen hier definiert. Also gehen wir hier mal in das Menü, in die Einstellungen und gehen jetzt hier als erstes mal aufs Frequenz-Setup. Hier habt ihr die Möglichkeit, für jeden der einzelnen drei Empfänger hier die entsprechende Frequenz eures Videosenders auszuwählen. Im Sensor-Tuning-Bereich könnt ihr die Pegelanzeige im Auge behalten und könnt entsprechend auch noch Ein- und Austrittspunkt nochmal nachjustieren, wenn ihr das denn möchtet.
Mal eben kurz als Test, ich stecke mal eben kurz die Batterie an meine Drohne und dann seht ihr direkt vollen Pegelausschlag auf der Note 1. Insofern wissen wir, das System funktioniert. So, unter Events und Classes können wir eigene Klassen anlegen. Unter Heats haben wir die Möglichkeit, die einzelnen Renngruppen zu konfigurieren. Das machen wir mal. Ich bin Pilot 1, der Marle ist heute Pilot 2. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Audio Control zu konfigurieren. Und wenn ich jetzt hier mal auf Play drücke, dann seht ihr, bricht er sich ein bisschen was mit deutscher Sprache ab. Aber wir haben eine Sprachausgabe auf dem System, die uns nachher auch die Rundenzeiten ansagen kann. Dann seht ihr hier LED-Events, denn wir haben hier ja unsere LED-Stripe angeschlossen. Und hier könnt ihr für die einzelnen Ereignisse auf dem System konfigurieren, wie diese per LED-Stripe visualisiert werden sollen. Und unter LED-Control können wir das auch mal testen. Wir können die LEDs rot machen, wir können sie lila machen oder grün. Wir können die Helligkeit hier konfigurieren. Und wir haben hier auch die Möglichkeit, die Effekte auszuprobieren. Dann interessiert uns vielleicht noch hier das Race-Format. Also wir können hier noch hinterlegen, wie soll das Rennen denn überhaupt ablaufen. Hier gibt es verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten vorgegeben, aber diese lassen sich auch noch beliebig individualisieren. Also das könnt ihr alles an eure eigenen Bedürfnisse anpassen, wie ihr euer Rennen gestalten möchtet. Ich lasse das Ganze jetzt einfach mal auf Fastest Lap Qualifier. Und zwar derjenige, der in 240 Sekunden die beste Rundenzeit schafft, gewinnt. Über Spectate haben wir dann nachher die Möglichkeit, das Rennen zu beobachten, oder jeder hat die Möglichkeit, das Rennen darüber zu beobachten. Hier werden dann auch die besten Rundenzeiten etc. angezeigt. Der Menüpunkt, der mich aber am meisten nachher interessieren wird, ist Start Race. Denn hier sehe ich alles, was ich brauche, um das Rennen zu administrieren. Und da oben seht ihr auch schon Start. Und sobald der Marle gleich da ist und einsatzbereit ist, geht es auch mit dem Druck auf Start direkt los. Ja, wie ihr seht, die Strecke ist soweit aufgebaut und ich würde sagen, ich platziere jetzt mal die Box an der Start- und Zielgerade und dann starten wir mal den ersten Testlauf. Wie ihr seht, der Marle ist hier schon ein bisschen am Üben, ich muss mal aufholen. So, dann starten wir mal das Rennen. Winner ist Kübi. Ich bin trotzdem Winner. Marle, Lab 9, 19.1.
So, zurück vom ersten Testlauf und ich muss sagen, für den ersten Versuch bin ich wirklich absolut begeistert. An sich hat das ganze System schon mal gemacht, was es soll. Einzig die Kalibrierung vom ersten Sensor, die war noch ein bisschen daneben. Da muss man sicher noch mal ein bisschen nachjustieren. Aber für die zweite Drohne, und zwar für die formale mit dem DJI-System, hat dieses System schon mal tadellos funktioniert. Wenn ich das richtig im Kopf habe, kann man jetzt die Kalibrierung der Sensoren bzw. der Grenzwerte, wann es als Zieldurchlauf gewertet werden soll, auch im Nachhinein nochmal justieren. Und genau das möchte ich mir jetzt mal mit euch gemeinsam noch ansehen. Dafür würde ich sagen, wechseln wir noch einmal ins Büro. So, wie ihr seht, wir sind wieder im Webinterface von unserem Raspberry Pi, diesmal vom PC aus. Was uns eben beim Rennen die ganze Zeit interessiert hat, war der Menüpunkt Run. Jetzt, nach dem Rennen, interessiert uns der Punkt Marshall. Hier seht ihr jetzt ein vollständig aufgezeichnetes Rennen. Direkt vorab, es ist nicht das Rennen, was ihr im Video eben gesehen habt, aber es existieren hier die gleichen Probleme mit den zu kurz gemessenen Rundenzeiten und ich zeige euch jetzt mal eben kurz, wie man diese nachträglich korrigieren kann. Wir sehen hier ja die einzelnen Pegelausschläge und bei den Spitzen hier, da ist der Kopter durch das Ziel geflogen. Logisch. Umso näher wir an der Box sind, umso stärker ist das Signal. Also diese Pikes hier, die möchten wir jetzt erfassen. Die rote Linie ist der Zieleinflug, die orange Linie wertet er als Ausflug aus dem Ziel heraus. Und es geht jetzt einfach darum, diese beiden Linien so zu justieren, dass nur noch diese Spitzenwerte hier als Durchflug gemessen werden. Das können wir hier oben mit dem Menüpunkt Recalculate machen. Und hier sehen wir die rote Linie, die ist bei einem Messwert von 90 eingestellt. Hier sage ich jetzt einfach mal 140. Hier sehen wir schon, die grünen Flächen werden schon weniger, denn die grünen Markierungen bedeuten, dass das System davon ausgeht, dass der Kopter sich in diesem Zeitraum gerade im Ziel befindet. Heißt, jetzt müssen wir den Austrittspunkt ebenfalls noch nach oben korrigieren. Und hier sage ich jetzt einfach mal 130. Und dann sehen wir, werden die grünen Linien hier schon schön dünn. Das ist genau das Ergebnis, was wir auch am Ende haben möchten. Und wenn ich jetzt hier mal auf Recalculate Race klicke, dann seht ihr, berechnet er hier das gesamte Rennen einmal neu, basierend auf den Aufzeichnungen der Pegelsignale zur einzelnen Drohne. Dann haben wir hier oben noch die Möglichkeit, das entsprechende Rennen auszuwählen, den entsprechenden Durchgang auszuwählen oder entsprechend auch den Piloten. In dem Fall habe ich nur meine Frequenz aufgezeichnet, aber zur Veranschaulichung denke ich, sollte das reichen. Ich habe jetzt hier auch die Möglichkeit, diese neu kalkulierten Werte direkt auf die Note zu speichern, dass sie für das nächste Rennen also auch sofort gilt. Und wenn ich möchte, dass diese Einstellungen für dieses Rennen auch dauerhaft übernommen werden, dann muss ich hier unten noch auf Commit Changes klicken. Ja, soviel erstmal zum Thema Rotor Hazard Lap Timer, Rundenzeiten von Racecoptern messen mit Arduino und Raspberry Pi. Ich denke, ihr habt gesehen, wie umfangreich dieses Projekt ist und was das alles für Funktionen bietet. Von daher hoffe ich, dass ihr versteht, warum ich nicht wie sonst bis ins letzte Detail jeden Schritt erklärt habe. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder vielleicht sogar noch mehr zu diesem Projekt sehen möchtet, dann lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Mir hat das Projekt auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Vor allem war es für mich eine ganz neue Erfahrung, wirklich mal einen Kurs abzufliegen. Eigentlich bewege ich mich nur im Freestyle-Bereich und eher auf freiem Feld. Und von daher muss ich sagen, das ist auf jeden Fall eine Wiederholung wert. Vor allem mit der Box macht das Ganze auch nochmal doppelt so viel Spaß. Aber dadurch waren es natürlich nicht die Racecopter-üblichen Geschwindigkeiten, die wir da jetzt geflogen sind. Ich hoffe aber natürlich, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, auch direkt den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Da geht es dann mit Sicherheit erstmal wieder weiter mit Home Assistant. Ich verabschiede mich hiermit und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!